Wurde jetzt jemand gebannt, gerade aktuell? Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch-Case. Und zwar haben wir heute erstens eine ultra gute Nachricht. Alle Suspects, bis auf der nicht reingecheatet hat, ihr wisst schon, der letzte Fall von letzter Woche, wurden gebannt. Die Accounts seht ihr jetzt. Hier haben wir einmal den Knilch vom ersten Fall von letzter Woche. Der hat gerade gestern, vor einem Tag, seinen Gameban bekommen. Account sieht wie immer schrottig aus. Zweiter Fall von letzter Woche hat sogar einen Wackban bekommen, auch vor einem Tag. Der Account sieht genauso bescheuert aus. Suspect aus dem dritten Fall von letzter Woche, er hat seinen Gameban bereits vor 5 Tagen bekommen. Und dann gibt es noch zwei Dinge, die recht interessant sind. Und zwar haben wir hier einen Account aus dem letzten Fall mit dem Kerl, der scheinbar überhaupt nicht reingehackt hat, der wahrscheinlich auch nicht reingehackt hat, sondern der einfach nur Griefing betrieben hat, möglicherweise seine Mates angelabert hat, wie auch immer. Aus diesem Spiel hat es einen der Gegner gebannt. Und zwar genau vor einem Tag, auch mit einem Wackbann. Noch interessant war, dass dieser Suspect ja nur noch einen weiteren Mate hatte. Der Rest war wohl schon gelieft oder wurde gekickt oder sonst was. Die beiden haben gegen 5 Gegner gespielt und einer von denen hat gecheatet. Und zu guter Letzt haben wir noch einen kleinen Kacklappen von vor, ich glaube, 4 Wochen. Wisst ihr noch, als ich damals in Overwatch gemacht habe mit, ich glaube, 4 Fällen und keiner aus diesen 4 Fällen wurde gebannt? Jetzt hat endlich einer ein Wackbann bekommen, leider kein Suspect, sondern einfach nur irgendjemand. Aber diese 4 Fälle waren auch komplett verhackt. Also nicht nur die Suspects haben jeweils in den Fällen gehackt, sondern auch die Mates wie auch die Gegner. Hier auch wieder ein Wackbann, der vor 2 Tagen reinkam. Und ihr werdet es nicht glauben, die guten Nachrichten reißen nicht ab. Ich habe hier vorhin ein kleines Overwatch geladen, weil ich eigentlich immer mal wieder so 1, 2, 3 Mal am Tag eins mache. Und hier habe ich einen gefunden, da habe ich direkt eine kleine Frage an euch. Die Frage folgt in wenigen Sekunden, ihr schaut mal ganz kurz rein, also was er eben so macht. Ich denke, euch wird recht schnell auffallen, dass da irgendwas nicht ganz richtig ist. Wenn man jetzt hier zum Beispiel so reinguckt, ist er doch ziemlich aware dieser ganzen Gelegenheit gegenüber, ne? Er weiß, wo sie stehen. Also man ist sich hier sofort nach ein paar Sekunden sicher, dass da auf jeden Fall Vision Assist am Start ist. Aber jetzt passt auf, die Headshot-Rate bleibt sehr hoch und jetzt kommt die Frage an euch. Glaubt ihr, dass er auch ein Aim Assist hat? Oder ist es das, was wir eigentlich ja auch sehr oft sagen bei Vision Assist? Sobald du durch die Wände schauen kannst, fällt es dir eh sehr leicht, Kills zu machen. Guckt euch mal sein Crosshair Placement an und den ganzen Jumbumble, den er macht. Er glotzt fast nur auf den Boden, guckt sein Mate an, macht irgendeinen Scheiß und ist eigentlich gar nicht wirklich bereit, obwohl er den ja sogar gesehen hat. Der hätte ja eben eigentlich auch reinrennen können. Klar sieht er, dass er es nicht macht, aber er hat ihn kurz ja aus den Augen verloren, aber egal. Also er macht auf jeden Fall dumm Zeug, wenn man sich das so anschaut. Jetzt behaltet wirklich mal sein Fadenkreuz im Blick und sagt mir, was ihr glaubt, ob er eben auch einen Vision Assist mit am Start hat oder nicht. Ich spule mal zu den Begegnungen hin und wie gesagt, ihr sollt jetzt hier mal noch schreiben, ob er wohl, ja, einen Vision Assist, ich meine, einen Aim Assist benutzt oder eben nur seinen Vision Assist ausnutzt, um zu wissen, wo die Köpfe wohl gleich erscheinen werden. Ich habe ja vorhin 3 Runden angeschaut und dachte mir, hey, das ist eigentlich ein ganz netter Fall. Klar, man weiß sofort, dass der Vision Assist anhat. Aber wenn man sich das so anguckt, dann ist natürlich die Frage schon offen. Sind das jetzt einfach nur Headshots, die er macht, weil er ja weiß, wo die Gegner stehen? Ne? Er kann ja schon mal dahin aimen. Oder hat er auch Aim Assist? Wenn ich mir bei sowas nicht sicher bin, dann drücke ich natürlich immer nur das, wobei ich mir sicher bin oder wovon ich mir sicher bin. Alleine um meinen Overwatch-Score, falls es den noch gibt oder jemals gab, nicht arg zu verkacken, weil wahrscheinlich eben die anderen gewissenhaften Overwatcher es genauso machen. Wenn du dir bei was nicht sicher bist, dann darfst du es ja auch eigentlich gar nicht drücken. Dieser Schuss, Monsieur, war merkwürdig. Er weiß natürlich, dass er da steht und er erwartet ihn. So, hier jetzt halt wieder, nimm mal seine Reaktion reicht eigentlich gar nicht aus, um da richtig was zu machen, beziehungsweise ein Aim. Leute von uns, die keinen Vision Assist benutzen, hätten dem sofort das Gesicht weggejuckelt, aber hart. Er weiß, wo der Gegner steht und wann er kommt und trifft anfangs nicht. Hilft er dann beim zweiten oder dritten Schuss nach oder kurbelt er halt hinterher? Die Headshot Percentage ist nach wie vor recht hoch. Also 75% ist nach wie vor am Start. Gut, eben hat er halt bei dem einen verhuddelt. Aber ja, overall, mit dem sonstigen Schluri-Play, das er halt macht, wo er hinschaut, wo er hinläuft, wie er rumläuft und wo halt mit seinem Fadenkreuz die meiste Zeit ist, kann man es ihm natürlich ja nicht sonderlich gut abkaufen, dass da irgendwelche Headshots reingehen. Weil man muss ja auch, wenn man einen Vision Assist hat, ein bisschen was in der Hand haben, in der Maus, wie auch immer, ein bisschen Skill haben, in der Birne, damit du da rumkommst und die Köpfchen triffst. Ich meine, das war jetzt wirklich keckelig, klar. Darum ja auch die Frage an euch. Glaubt ihr, er macht's von Hand? Oder ist er ein Programmchen am Start? Also das hier habe ich schon nicht mehr gesehen. Es kann natürlich sein, dass jetzt hier gleich so ein Flip
irgendein krasser Flick von ihm kommt und dann war es das. Aber so, also wenn man ihm so zuschaut und vor allem die Szene am Anfang nicht gesehen hat oder hätte, diese eindeutigen Vision Assist-Geschichten, dann ja, würde man sich doch auch fast fragen, ha, es könnte ja auch jemand sein, der sich auf einer, also von seiner hohen Elo runterbegeben hat, auf den Low-Elo-Bereich. Also vor allem, wenn man sich vielleicht auch mit den unterschiedlichen Aim-Assist-Arten und so weiter nicht auskennt, sondern einfach nur ein... Ab wann kriegt man Overwatch? Ab Gold 4, glaube ich, oder Gold 1? Wenn man da ganz frisch reinkommt und natürlich weiß, es gibt Cheater, aber nicht genau weiß, wie der Hase und so weiter läuft, da könnte man sich verirren. Ich spule hier nochmal geschwind bis zur nächsten Begegnung, so. Also auch im mehr oder weniger Dauerfeuerzustand gehen seine Shots rein. Selbst im Fallen gehen die Shots rein. Der letzte. Was sagt ihr? Nur Vision Assist oder ist da auch Aim Assist mit am Start? Wir lesen uns in den Kommentaren. So, Dalle, ich habe meine Drückung vollzogen und ziehe uns den nächsten Fall. Wahrscheinlich haben wir jetzt wieder einen, der komplett durchdreht. Oh, Short Dust, Wingman. Wingman ist ganz kritisch. Ich glaube, bei Wingman habe ich noch nie einen Legit... Also wenn ich einen Wingman-Fall habe, ist es immer Schotter. Jedes Mal. Vielleicht ist da auch beim Gegner einer dabei, der so ein bisschen anhat. Ich gucke mir natürlich wie immer auch die Gegner an. Oh, er hat sogar seinen Mate gekillt. Grief! So, auch Grief. Yes. Weg mit dir. Fall Nummer 3 wird geladen. Södele. Und jetzt mal wieder ein Arms Race, what the fuck? Ich wollte gerade sagen, jetzt mal wieder ein Fall mit jemandem, der Knife oder sowas am Start. Oh mein Gott, nein. Du drehst doch jetzt gleich wieder durch, ne? Du Äffchen. Ja, mit Scout und mit... Wenn du Scout und Revolver siehst. Dann Schwarzschmeiße. So. Und schon ist er wieder vorbei. Ich drücke ihm ja auch wieder alles. Und da haben wir schon den nächsten Fall. Das ging jetzt flott. Download. Der scheint wieder etwas größer zu sein. Das dauert hier länger. Also wahrscheinlich ein normales Matchmaking. Und ja, so ist es auch. 5 gegen 5 auf Train. Und der Dackel guckt auf den Boden. Later. Later. Preparator. Bruh. Schon wieder. Das hatten wir schon mal, dass im Video diese Overwatch XP Reward-Geschichte kam. Wurde jetzt jemand gebannt, gerade aktuell? Wisst ihr was? Ich gucke jetzt einfach in die Fälle von gerade eben und gucke, ob zufällig einer gebannt wird. 346 Minuten später. Ich zeige ihn euch, warte. Warte, so, Browser. Der hat gerade eben, 10 Minuten nachdem wir den Fall reviewed haben, hat er sein Gameband bekommen. Also, besser kann es nicht laufen, ne? Das, würde ich sagen, ist ein wunderschöner Abschluss für dieses Video. Somit wären wir dann durch mit der ganzen Geschichte für heute. Jetzt kann ich noch ganz kurz ein paar kleine Worte an euch richten. Und zwar hat es mich sehr gefreut, dass euch diese Gambling-Sache so gefallen hat. Es hat mir auch geschmeichelt, dass manch einer gesagt hat, pass auf, dass dir da nichts passiert und so weiter, dass du da nicht in den Gamble-Wahn verfällst. Keine Sorge, ich mache das wirklich, ich sag mal halt geschäftlich, diese Videos, beruflich, aber ich bin kein Gamble-König oder sowas. Gemütlich ein paar Gamble-Videos raushauen, natürlich mit dem Geld von der Seite und nicht mit meinem, dann ist alles chillig. Jetzt am Donnerstag kommt dann direkt das nächste Gamble-Video und dann gucke ich mal, wie es so läuft. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast, vielen Dank auch für die Kommentare und für die Likes. Es ist immer wieder ein Träumchen mit euch. Wir sehen uns dann heute Abend im Livestream, 18 Uhr ist wieder... Rambazamba angesagt und oder vielmehr im nächsten Video am Donnerstag. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.